Hallöche, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem März 2021 an und fragen uns dann, schon gelesen oder subbt es noch? Ja, es ist mal wieder Zeit für die Rache des Sub, die ja im Februar sehr, sehr, sehr zugeschlagen hat. Ich hoffe, dass der März ein wenig gnädiger mit mir ist und ich bin schon sehr gespannt. Ich weiß, es sind 20 Bücher bei mir eingezogen, also doch auch wieder eine ganze Menge. Ich bin sehr gespannt, was ich jetzt in diesem Jahr weggelesen habe, was ich schon geschafft habe, woran ich mich irgendwie erinnere. Und vielleicht entdecke ich ja das ein oder andere Buch auf dem Sub, das ich irgendwie schon wieder verdrängt hatte. Aber wir schauen einfach mal. Wir gucken uns gemeinsam das Video an und ich bin mega gespannt und wünsche uns jetzt ganz viel Spaß bei den Neuzugängen von vor einem Jahr. So, ich gucke wieder in Richtung meines Bildschirms, wo mein Video sozusagen schon läuft. Und ja, der Steffi ging es ja Anfang April nicht so gut des letzten Jahres. Erschreckend, aber ja, ich weiß noch genau, wie ich mich da gefühlt habe. Ja, das erste Buch ist Nevermore von Jessica Townsend. Das müsste der zweite Band gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe die Trilogie bisher, oder die drei Teile, die bisher erschienen sind, so muss man es sagen, es ist ja keine Trilogie, alle drei gelesen, sehr, sehr geliebt, eine großartige Reihe. Da wird definitiv auch noch ein Buch in haptischer Form bei mir einziehen. Es ist fantasievoll, es ist innovativ, es ist eine wunderbare Welt und es hat ganz, ganz tolle Magie-Elemente und das hat super viel Spaß gemacht. Und auch wenn es irgendwie so ein Kinderbuch ist, ja, kann man das durchaus auch wunderbar als Erwachsener lesen. School Romance von Naomi Novik habe ich abgebrochen. Das war ja irgendwie eine Welt, wo es auch Magie gibt, wo man eine Art Hexenschule hat oder auch Hexer-Magierschule und irgendwie kämpfen aber die Kinder ständig gegeneinander und müssen am Ende irgendwie in der Prüfung dann durch den Vorraum, Vorflur laufen, wo eben Monster darauf warten, ja, sie irgendwie zu töten. Ich hatte mal Schwierigkeiten mit dem Stil von Naomi Novak. Ich kann mich erinnern, dass das bei einem anderen Buch von ihr auch schon der Fall war, aber abgebrochen. Von Erika Swyler, Der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt, klang super, super spannend und es gibt irgendwas mit einer Schwimmerin von der Autorin. Dementsprechend habe ich mich auch auf dieses Buch gefreut und da ging es eben ja ein bisschen darum, dass der Vater, ich glaube, irgendwie was in der Zeit ändert, damit das Kind irgendwie nicht erwachsen wird. Soweit ich weiß, habe ich es auch nicht beendet und habe es abgebrochen, weil es auch gar nicht mein Stil war, ich nicht in die Geschichte reingekommen bin und ich weiß auch gar nicht, ob ich die Idee, also ob auch irgendwas mit der Idee, dass das anders klang von der Idee, so muss ich sagen, als wie es dann umgesetzt war. Also auf jeden Fall angefangen, nicht beendet und ja, von Kübra Gümüşay habe ich Sprache und Sein gehört. Ich glaube, damit bin ich nicht so richtig warm geworden. Das war eine Empfehlung von einer lieben Freundin von mir, wo es eben darum geht, wie man Sprache anwendet, verwendet, wie sie einen aus-, aber auch einschließen kann. Und ich kann mich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich habe es gehört. Ich bin mir aber auch gar nicht mehr sicher, ob ich es komplett gehört habe. Ich glaube, es war mir manchmal zu schwarz-weiß, aber ich kriege es nicht mehr hin, ich müsste mir das anschauen. Von Petra Halieb ist Sommer Sommer in Wien eingezogen. Das ist ja die Viererreihe von ihr rund um Wien, von um das Kindermädchen von Arthur Schnitzler. Ich habe alle vier Bände geliebt, waren für mich im letzten Jahr auch ein Highlight. Mit dem Herbst war es dann abgeschlossen, das heißt, das ist der dritte Band. Und es beginnt, glaube ich, irgendwann Ende 1819, also 1918-19 eben in Wien. Und wir treffen auf das Kindermädchen von Schnitzler, die dort eben dann auch ein bisschen hochkarätiger lebt. Und sie erzählt uns von sich, von dem Leben, von der Zeit. Hat mir super gefallen. Von Maike Winnemuth ist, um es kurz zu machen, auch bei mir eingezogen. Ich habe ja das große Los von ihr richtig toll gefunden. Und mittlerweile habe ich ja dann auch Bin im Garten gelesen. Ich weiß gar nicht, was zuerst in dem Fall gelesen hatte. Hier haben wir so Kurzgeschichten aus ihren verschiedenen Kolumnen und ich fand es toll, wie Maike Winnemuth Menschen beobachtet, was sie sieht, wie sie ihren Blick auf Situationen richtet und den dann eben auch rüberbringen kann. Hat mir super viel Spaß gemacht überhaupt. Also diese Autorin werde ich im Auge behalten und bin gespannt, ob von ihr noch irgendwas in einer Art Buch kommt. Mir haben auf jeden Fall alle drei Bücher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann ist Grünland und Silberbart bei mir eingezogen von Tom Flammenbart, Teil 1 bis 3. War, glaube ich, gesprochen von Robert Frank, soweit ich mich erinnere. Und nachdem der mir in Nevernight so gefallen hat, bin ich irgendwie darüber gestolpert. Und ich habe es gehört. Ich bin mir aber auch hier nicht sicher, wie weit ich gekommen bin. Es könnte sogar sein, dass ich es durchgehört habe, weil es tatsächlich eine schöne Fantasy-Welt war.
Ich hatte aber irgendwie meine Probleme mit irgendwas. Ich bin mir aber nicht mehr so richtig sicher. Das ist total schwierig. Also manchmal ist das Gehirn wirklich nicht der zuverlässigste Helfer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich es gar nicht gelesen habe oder beendet habe. Ja, krieg's aber nicht mehr zusammen. Aber schuld war Robert Franke. Tale of Magic von Chris Colfer. Habe ich jetzt, glaube ich, auch erst gehört. Und es ist ja die zweite Reihe von Chris Colfer. Das andere war Land of Stories. Da habe ich Band 1 ja ganz gerne gehört. Auch hier Tale of Magic hat mir auch gut gefallen. Aber mir ist es eben an vielen Stellen zu kindlich. Ich fand es ganz schön. Es hat mich auch unterhalten. Mir hätten mehr bildhafte Erzählungen geholfen. Ich finde schon, dass Chris Colfer sich so ein bisschen kurz hält, es sehr kindlich macht, auch was die Charaktere angeht. Ja, später von Stephen King, ist letztes Jahr ja auch im März erschienen, ist eine relativ kurze Geschichte mit ein bisschen was über 300. Ich habe die sehr geliebt. Also für mich war das wirklich ein Highlight King, der mich wunderbarst unterhalten hat mit dem Jungen, der eben mit kürzlich Verstorbenen sich unterhalten kann, dessen Mutter eine Verlagsarbeiterin ist, wo dann eben auch der beste Schriftsteller wegbricht und er die Geschichte zu Ende schreiben muss. Das ist aber nur eine kleine Episode aus diesem Buch. Es geht hier wirklich um diese Gabe, aber auch wie Menschen darauf reagieren und damit umgehen. Also ich fand das richtig, richtig toll. Und wer weiß, ob es später mal noch etwas zu dieser Geschichte von King gibt. Der Titel würde es ja definitiv hergeben. Ja, von Maike Winnemuth ist dann auch Bin im Garten eingezogen, wurde von mir auch im letzten Jahr gelesen, hat mir super gut gefallen. Maike Winnemuth entschließt sich hier eben irgendwie hinter dem Watt irgendwie einen Garten zu mieten, mit einem Häuschen dort dann auch im Sommer zu wohnen, mehr oder weniger. Sie erzählt uns von diesem ganzen Jahr, was sie anpflanzt, was sie wann baut, wie sie etwas entdeckt, wie sie was findet, was sie erneuert, was in ihrem Garten dann auch wächst, was geerntet werden kann, wie es schmeckt und so weiter. Und das war richtig, richtig toll. Von C.E. Bernard ist das Lied der Nacht eingezogen. Habe ich auch gelesen, habe ich abgebrochen. Ich bin mit dem Stil gar nicht zurechtgekommen. Ich mochte ja Palace of Glass, zumindest Band 1 und 2, super gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich den dritten beendet habe. Da ging es ja in eine Richtung, die mir einfach dann nicht mehr so zugesagt hat. Und es war hier auch super neugierig, weil es eben dieses Lied der Nacht gibt. Es herrscht irgendwie, gibt eben unter Tage irgendwie Probleme und nur in der Nacht ist man sicher. Und dann gibt es eben irgendwie das Lied der Nacht, was übertragen wird, was übermittelt wird. Und man hat hier so eine verschiedene Gruppe an Bewohnern dieses Reiches. Und ich bin aber mit dem Schreibstil von C.E. Bernard nicht zurechtgekommen. Ich fand ihn irgendwie holzig, holprig. Ich bin nicht reingekommen. Ich habe auch diese Welt nicht so richtig greifen können. Mir war das auch nicht bildhaft genug. Habe ich dann tatsächlich leider ja aussortiert und abgebrochen. Ich tue mir ja relativ leicht, ein Buch auch abzubrechen. Ich habe damit ja keine Probleme. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie es euch da so ein bisschen geht. Wenn mich ein Buch nach einem Drittel oder so, ich sag mal 120, 150 Seiten nicht gepackt hat, dann kann ich das relativ gut sagen, okay, es ist Zeitverschwendung, ich höre jetzt auch auf. Ich warte in der Regel nicht, bis irgendwann vielleicht doch noch mal was passiert, was ich gut finde, aber da könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das findet. Dann ist Eisenwolf von Siri Patterson bei mir eingezogen. Das habe ich dadurch, dass mir Odins Kind, zumindest der erste Teil, so gut gefallen hat, wollte ich der Reihe auch eine Chance geben. Ach, ich bin nicht reingekommen. Ich habe da so, ach, ich weiß gar nicht mehr, 3, 3,5 Stunden gehört. Meins war es leider nicht. Ist, glaube ich, auch der Auftakt einer Reihe und irgendwie, ach, werde ich nicht so richtig warm. Ich fand Odins Kind den Auftakt ja richtig, richtig toll. Ich fand auch Siri Patterson damals auf der Buchmesse super sympathisch. Aber mit Eisenwolf bin ich nicht zurechtgekommen. Von Sarah Fischer ist Zeilen ans Meer bei mir eingezogen. Hier hat kurz zuvor Adriana Popescu sich geoutet, dass sie hinter Sarah Fischer steckt. Und dann musste das Buch natürlich bei mir einziehen. Ich bin ein großer Fan von Adriana und habe auch Zeilen ans Meer sehr, sehr, sehr geliebt. War für mich auch ein Jahreshighlight. Wirklich so eine locker, leichte Liebesgeschichte, die aber viel Tiefgründigkeit hat, dass es um Briefwechsel geht zwischen Deutschland und Australien und hier einfach wirklich zwei erwachsene Personen sich über den Alltag austauschen, über ihre Probleme, ihre Träume, über was alles nicht so funktioniert hat, nicht geklappt hat und das
manches eben viel einfacher klingt und man sich vorstellt und auch ein Happy End immer näher erscheint, als es dann tatsächlich im wahren Leben ist. Und ich mochte die Dialoge, die im Grunde über diese Briefe funktioniert haben. Das hat so, so viel Spaß gemacht. Ich lausche Adriana immer super gerne. Sie schafft tolle Charaktere. Das hat sie hier auch mit beiden wunderbar gemacht. Trotz der Entfernung sind die sich nah und können sich wirklich austauschen. Und man hat diese Entwicklung miterlebt. Und das war richtig, richtig toll. Hat mir super gut gefallen und war für mich wirklich ein Highlight. Ja, Melanie Rabe und Lady Gaga, habe ich gehört, hat Melanie Rabe auch wieder gesprochen. Hier geht es in dieser Reihe, die es ja gibt, da gibt es ja auch noch was mit Take That und den Stones und keine Ahnung. Hier erzählt eben Melanie Rabe ihre Beziehung zu Lady Gaga, wie sie sie inspiriert, wie sie sie motiviert, wie das angefangen hat, wie ihr Fanherz sozusagen begonnen hat zu schlagen, was Lady Gaga ihr eben auch in so dunklen Stunden, wenn man weniger kreativ ist und so weiter, irgendwie mit ihrer Musik, mit ihrer Kunst, mit ihrer Art des Seins ist. Das fand ich richtig toll, hat Melanie Rabe toll in Worte gefasst, dieses Fansein, und auch wirklich toll vorgelesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Mörderfinder Teil 1 von Arno Strobel. Ich bin hier auf den Strobel-Geschmack gekommen. Das ist der erste Band, ich glaube auch einer Trilogie rund um Max Bischoff. Ist jetzt auch der zweite Teil erschienen, ebenfalls gesprochen von Dietmar Wunder. Liegt auch schon auf der Liste sozusagen bereit, ist schon bei mir eingezogen. War ein super spannender Thriller, der gerade durch seinen Protagonisten Max Bischoff wirklich an wunderbarer Kraft gewonnen hat, der mich wirklich überzeugt hat, wo ich mit Spannung gelauscht habe und ich wirklich auch diese Idee dahinter richtig gut fand. Und wir haben jetzt im Grunde einen zweiten Fall. Ich denke jetzt nicht, dass der wirklich aufeinander aufbaut, aber eben Max Bischoff als Charakter. Ja, Miss Merkel von David Safir habe ich auch gehört und ich mag David Safir sehr häufig, sehr gerne, manchmal aber auch gar nicht. Und hier geht es darum, ja, unsere Kanzlerin ist in Rente gegangen, geht zurück in die Uckermark und dann passiert da eben ein Mord und Frau Merkel im Sinne von Miss Marple, also das ist natürlich davon abgeleitet, macht sich auf den Weg und möchte das lösen. Ist natürlich so ein bisschen ein cozy Krimi, der sehr viel Gemütlichkeit auch irgendwie hat, der so dieses Menschliche auch präsentiert, der nicht nur diese reine Arbeit eines Kommissars sozusagen hat. Ich fand das ganz unterhaltsam. Ich fand nur vieles zwischen Frau Merkel und ihrem Ehemann irgendwie so ein bisschen merkwürdig, dass man das so zeigt. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch einen zweiten Teil, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich fand ihn ganz okay, habe ihm auch gerne zugehört und ich glaube, ich habe ihm auch komplett angehört. Wüsste jetzt zumindest nicht, dass ich ihn abgebrochen habe. Aber ja, mit der Sprecherin müsste Nina Bier gewesen sein. Der lausche ich auch sehr gerne, deswegen ist das natürlich immer noch so ein Bonus. Hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Ja, nachdem mir Lady Gaga so gefallen hat, ist dann von Anja Rützel Take That eingezogen. Da sieht man auch mal, wie klein dieses Format eigentlich ist. Ich bin ja seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten großer Fan von Take That und habe mich da auch wieder sehr wiedererkannt. Also ich bin jetzt nicht der größte Lady Gaga Fan, aber bei Take That konnte ich so vieles nachvollziehen, wie eben diese Fanliebe entsteht, was da für Dinge in der Band passiert sind, die einem ja wirklich auch zerstört haben. Also als Robbie damals bekannt gegeben hat, dass er die Band verlässt, wie er da diesem Drogensumpf abgerutscht ist, wie das so als Fan geschmerzt hat, obwohl man die Person ja gar nicht kennt, ne? Das ist nicht logisch. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich sehr gerne gelesen, ich habe aber noch nichts weiter aus dieser Reihe gelesen, weil mich jetzt auch die anderen Bands und Künstler nicht so angesprochen haben. Und dann gab es irgendwie ein Tauschpaket, ich bin mir gar nicht sicher, ob das Ankas erstes war, da sind die Chroniken von Toronia bei mir eingezogen. Ah, das ist echt, das ärgert mich jetzt, das erste ungelesene Buch, jetzt bin ich so gut durchgekommen und dachte schon, so viele Bücher dürften gar nicht mehr kommen. Ja, ist glaube ich auch ein Jugendbuch, ist Fantasy, die sehen vom Cover glaube ich heute auch anders aus. Mir hat es so gefallen, dass es irgendwie so ein Game of Thrones für Jugendliche war. Dementsprechend, das habe ich irgendwie gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Das ist auf jeden Fall Einzelbücher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind 3 oder 4 Bücher bei mir eingezogen. Aber ich hoffe nicht, dass sie jetzt alle hier zum Ende noch hinkommen. Ich hoffe, dass ihr eins dieser Tauschbücher gelesen habt. Wir gucken mal, es müsste das eine Buch auch von V.I. Schwab dabei gewesen sein. Genau, Vicious ist der Auftakt einer Dialogie, habe ich letztes Jahr weggesuchtet, haben mir beide Bände super gut gefallen, spannend, packend. Wir haben hier ja 2 Jungs, die irgendwie entdecken, dass jeder Superkräfte hat. Dazu muss man aber für einen Moment irgendwie tot sein. Und dann gibt es irgendwie so ein Konkurrenzding zwischen den beiden und dann so ein bisschen Anti-Superhelden-Geschichte. Und das hat mir unwahrscheinlich gut gefallen. Also den ersten Band habe ich wirklich sehr geliebt. Den zweiten Band habe ich dann als E-Book direkt im Anschluss
Anschluss geholt und auch gelesen, haben mir beide Bücher sehr gut gefallen. Und die Liebe zu Wie ich Schwab ist ja sehr, sehr groß. Ich habe im letzten Jahr wirklich viel von ihr gelesen. Und Vicious und Vengeful, so heißt der zweite Teil, haben mir beide unfassbar gut gefallen. Also die Autorin, wenn sie unter Wie ich schreibt, ist gut. Ach, und dann kommt auch noch ein zweites Subbuch von Amber Shares, So nah und doch so fern. Ja, war auch in dem Tauschpaket. Das hat sich irgendwie super spannend angefunden. Ich kriege aber nicht mehr zusammen, um was es so richtig gegangen ist. Ist ja auch schon wieder ein Jahr her. So ist das manchmal. Und ja, das habe ich tatsächlich auch erst beim Bücherregal abstauben irgendwie in der Hand gehabt. Dachte, Mensch, so ein schönes Cover. Ja, hätte ich geahnt. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich irgendwas mit Japan zu tun hat, wenn wir so Kirschblüten haben, oder sind es eher Magnolien? Ja, liegt auf jeden Fall auch noch auf dem Sub. Boah, ich hoffe, es ist jetzt nicht noch mehr in diesem Tauschpaket bei mir eingezogen, was ungelesen ist. Mensch, das ärgert mich. Es hätte doch auch jetzt mal, huch, das Licht war weg, hätte doch jetzt mal so gut auch irgendwie laufen können. Ah, ein Nicht-Sub-Buch, Fünf am Meer, das habe ich mir aus dem Tauschpaket geklaut, habe es aber ja schon gehört, dementsprechend sind wir mit den Neuzugängen durch. Es ist doch gar nicht so schlimm, wie ich jetzt dann noch befürchtet habe. Zwei Bücher von 20 ist ja wirklich ein ganz, ganz toller Schnitt. Bin ich sehr zufrieden, bin ich sehr glücklich, auch wenn ich natürlich schade finde, dass dann doch noch so zwei Bücher gegen Ende des Videos gekommen sind. Also einmal haben wir das Jugendbuch und wir haben Anne Preciers, also einmal Chroniken von Toronia und So nah und doch so fern. Ja, es ist ja sehr human. Also die Rache hat nicht so geschlagen, so wie im letzten Monat, das war ja wirklich heftig. Von daher, ja, gibt es durchaus Schlimmeres. Zwei Bücher. Damit kann ich absolut leben. Das ist auch definitiv was, was sich in der nächsten Zeit so unterbringen lässt. Es sind hier noch einige andere auch noch offen, gerade der Februar. Ja, hat mich hier schon sehr. Also ich packe euch auch gerne mal die Playlist zur Rache des Sub unten in die Infobox. Die hat mich schon sehr erwischt. Also wer mich da leiden sehen möchte, ja, der kann da mal vorbeischauen. Ist nicht so einfach hier. Ja, aber ich bin sehr zufrieden. Ich finde, es ist wirklich ein guter Schnitt. Vielleicht kennt ihr ja eins der beiden Bücher oder auch beide. Dann schwärmt sehr gerne in den Kommentaren, damit ich noch mehr Lust auf diese Bücher bekomme. Es ist ja nicht so, wie wenn man keine Lust auf die Bücher hätte auf seinem Sub, sondern irgendwie, ja, es ist nicht immer rational alles erklärbar, was so auf dem Sub sich abspielt. Ich hoffe, euch hat das Video, trotz dass es jetzt nicht ganz so rachig wurde, wie im letzten Monat, auch gut gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.